Here we go! Und damit sagen wir Hallo zu einer illustren Runde. Der Herr Consolero und ich, wir haben uns hier zusammengefunden, weil wir einfach mal frei Schnauze über Super Mario sprechen möchten. Weil wir feiern ja jetzt 35 Jahre Super Mario Bros. Und er hält auch schon die 3D All-Star Collection in den Händen. Ich habe sie mittlerweile auch hier. Also wir sind gut vorbereitet für diese Plauderrunde. Wir haben uns einfach gedacht, wir lassen mal so unsere eigenen Erinnerungen, ja, so Revue passieren, wie wir an Mario drangekommen sind. Und wir möchten jetzt hier in dieser Runde jetzt einfach nur mal die reguläre Mario-Reihe besprechen. Also hier kein Mario Kart, kein Mario Party, kein Wrecking Crew, kein Mario Tennis, kein Mario Golf, kein Mario Soccer. Ne, wie hieß das Ding? Ja, Football. Doch. Football, ja, genau. Zocker. Ja. Okay, wie war denn das erste Mal mit dir und Mario? Erzähl doch mal. Ah, das erste Mal mit Mario, ne? Das war, glaube ich, NES-Zeiten tatsächlich mit, ja, Mario Bros. 1 halt, ne? Womit auch sonst. Ja, das war bei mir genauso. Bei mir war das tatsächlich so gewesen. Mein Vater hatte damals Connection zu einer Videothek gehabt und da hatten wir dann irgendwann das Vergnügen, dass wir unterm Weihnachtsbaum das dieses 3-in-1 Fun-Set hatten mit der mit Tetris mit dem NES. So, ja, genau, wo mit dann Tetris die, und World Cup oder so. Genau, die 3-in-1 Cartridge, die ja hierzulande vertrieben wurde mit World Cup, Tetris und eben halt Super Mario Bros. Und hast du es dann auch durchgespielt oder war dir das am Anfang zu schwer? Ich weiß ja nicht, wie alt du warst, als du das erste Mal gespielt hast. 3 oder 4. Echt? Okay. Ja, treue Geschichte, seit 3, 4 so. Ja, also bei mir war das so, ich glaube, ich war, wie alt war ich? Ich glaube, 6 Jahre alt oder so. Und ich habe es tatsächlich irgendwann im Alter von 6, 7 habe ich es dann das erste Mal durchgespielt. Und man muss ja sagen, so aus heutiger Sicht war es schon sehr fordernd. Also wenn man das jetzt mal mit anderen Mario-Teilen vergleicht, so, das war schon harter Tobak. Ja. Aber wir haben ja dann auch irgendwann weitere Mario-Spiele bekommen. Kannst du dich noch daran erinnern, was es danach gab, so was du dann in den Händen halten durftest, Sachen Mario? Jetzt wird es schwierig, ey. Also, ich habe alle 3 auf dem NES gespielt, nur ich weiß jetzt gerade nicht, in welcher Reihenfolge dann noch der Game Boy mit reinkam, mit Super Mario Land. Das hatte ich auch gehabt. Ich weiß nur noch, dass ich Mario Bros. 2 super strange fand als Kind. Ja, ja, ich habe natürlich auch Mario Land auf dem Game Boy spielen dürfen bei meiner Tante, weil ich hatte sehr spät erst einen eigenen Game Boy gehabt tatsächlich. Aber irgendwie in Familie und Bekanntenkreis, da gab es dann auch den guten alten fetten Gameboy. Und das war natürlich auch schon so eine krasse Entwicklung, wenn du erstmal den ersten Super Mario Bros. Teil gespielt hast und dann diese total obskuren Charaktere dann in Super Mario Land serviert bekommen hast. Vor allen Dingen, dass es ja dann nicht nur ein Jump'n'Run war, dass du da ja auch noch so Shooter-Passagen mit drin hattest. So, und dann das Level mit dem U-Boot, das war schon geil. Also, das habe ich echt gefeiert. Das mit dem U-Boot fand ich am besten, ey. Ich meine, klar, die Sprites waren komplett anders als auf dem NES-Teil, aber so komplett wurden wir ja dann so schockiert, als es dann hieß, so Super Mario Bros. 2 und dass du dann auch verschiedene Charaktere spielen durftest. So, das war seltsam. Ich weiß nicht, war das auch so relativ früh bei dir oder hattest du das erst später gehabt, den Teil? Nee, den hatte ich recht zeitnah gehabt, aber ich habe, glaube ich, nie mit Toad gespielt, glaube ich. Ich war immer mit Peach unterwegs. Ja, ich fand Toad war wie so ein Klumpen, Alter. Also ich hatte immer so eine, also ich muss sagen, wir hatten den NES-Berater dann irgendwann gehabt und da gab es ja dann auch so Tricks. Natürlich hatten wir auch das Club Nintendo-Heft gehabt, wo da auch immer so irgendwelche Tricks drin standen. Aber wir haben wirklich dann so in einer bestimmten Reihenfolge gespielt. Ich glaube, ich habe da mit Toad immer angefangen und dann gab es ja auch dieses Level, wo du dann eben halt mit dem fliegenden Teppich unterwegs warst. Ja. Und dann habe ich entweder Luigi genommen oder Peach genommen, weil das einfach besser war in der Treue Serie. Geschichte. Ja. Und da gab es ja dann auch so dieses Eislevel, da musstest du ja dann irgendwie schauen, dass du jemand anders nimmst. Ich meine, klar, ich glaube, in dem Teil haben viele Leute immer gerne mit Peach gespielt, weil die eben halt fliegen konnte. So. Ja, treu, ich habe immer Peach genommen, ey.
Ja, und das Strange war, wir wurden ja als Kinder verarscht. Ich meine, mittlerweile wissen wir das ja, weil das war ja gar kein Super Mario, das war ja einfach nur ein Reskin, weil Was, das. wo soll so ein Fünfjähriger oder unter Fünfjähriger das wissen, ne? Also für die Leute, die noch nicht sehr lange im Internet unterwegs sind, weil Super Mario 2, das war eigentlich Doki Doki Panic gewesen und das originale Super Mario 2, das haben wir in Europa erst serviert bekommen als The Lost Levels in Super Mario All-Stars, denn das war so schwer, dass die Amerikaner gesagt haben, ey, das können wir unseren Kindern nicht antun. Und Ja. daraus wurde dann später, also aus dem Mario 2, was eigentlich Doki Doki Panic ist, das wurde dann tatsächlich aber auch in Japan vertrieben unter dem Namen Super Mario Bros. USA. Also quasi der Reskin, der für den amerikanischen und europäischen Markt serviert wurde, hat es dann auch irgendwann nach Japan geschafft, weil das ursprüngliche gab es nur für das Famicom, ich glaube sogar nur als Disk-Version, weil ich glaube, ich Okay. weiß gar nicht, ob es da auch eine Cartridge-Version von gab. Ja, das war ja sowieso eine Sache. Es gab ja auch dann von Super Mario Bros. Gab es ja dann auch eine Arcade-Version, also von dem ersten Teil, wo ja dann auch so die ganzen Levels umdesignt wurden. Das nannte sich dann Super Mario Bros. Versus. Da konntest du dann nicht so easy so hier diesen Time Warp machen, wenn du dann da im Schloss oben hergegangen bist. Dann fehlten da plötzlich mal ein paar Blöcke und du musstest Doppelsprung machen und Aha, das war okay. ziemlich weird. Aber der NES, der hat uns so geile Mario-Spiele ne, geben lassen, so dass wir dann eben halt auch dann nicht nur Mario 1 und 2 gespielt haben, sondern dann kam dann auch das gute Super Mario Bros. 3. Und kannst du dich da noch dran erinnern, wann du das erste Mal gespielt hast? Also ich weiß jetzt nicht, ob alles richtig zum Release gekommen ist, aber ich habe das auch eigentlich recht zeitnah alles hintereinander durchgeballert. Also Bros 1, dann Brothers 2, wo ich immer noch finde, von allen drei Spielen hat das mitunter den besten Soundtrack, finde ich. Ne? Und ja, der dritte, den fand ich so vom Gameplay her von allen am besten so. Super Mario Bros. 3 hat ja quasi auch ein anderes Spiel geremaked, was wir ja damals gar nicht wussten. Es gab ja schon vor Super Mario Bros. Gab es ja einfach nur Mario Bros., was ja dann quasi so die erste Stage, also die Naja, Start-Stage die von erste. Super Mario World 3 ist. Und das gab es eigentlich schon separat als Spiel. Und dieses Ding wurde quasi noch bevor es das NES gab, oder ich glaube so ziemlich zum Launch parallel, gab es das nämlich sogar auch auf anderen Systemen, unter anderem auch auf dem Atari 2600. Ey, das muss man sich heute mal vorstellen, dass Nintendo auch für andere Systeme was gemacht hat. Es gab ja dann auch noch sogar schon in den 80ern die ganzen Game & Watch-Dinger, wo ja dann auch Naja. so diverse Dinge umgesetzt wurden. Es gab ja dann auch Donkey Kong, worüber wir ja noch gar nicht gesprochen haben, weil eigentlich hat ja damit alles angefangen. Ja, der gute Jumpman, ne? Der gute Jumpman. Apropos hier Game & Watch, hast du hier jetzt auch das Ding vorbestellt? Nee, das Game & Watch Ding, das interessiert mich persönlich nicht. Jetzt muss ich Was? aber auch sagen, ich Komm. finde die Preisgestaltung für das Ding ein bisschen fraglich. Aber da gehen die Geschmäcker auseinander. War doch, war das nicht unter 50? Ja, aber wenn du es mal überlegst, die Technik, die da drin ist, so, da kannst du dir auch andere Handheld-Systeme holen, wo du dann auch noch weitere Das Spiele hast, ist aber aber. Prestige, ist das. Prestige. Ja, also ich möchte das Ding jetzt niemandem madig sprechen, aber ich habe jetzt so für mich also sollte ich das Ding mal irgendwie günstig bekommen, so, Und aber. ich könnte mir das jetzt hier hinten reinstellen und eine richtig coole Uhr im Hintergrund, weil die hat auch eine Uhrfunktion, ne? Also auf dem Ding ist Super Mario Bros. Drauf, ich weiß nicht, Genau. ist auch All-Stars drauf? Also nicht dieses All-Stars, sondern Lost Levels? Ich glaube ja, was, oder war das hier mit drauf? Nee, ich glaube ja. Ich meine, oder? Ich bin mir gerade nicht sicher, aber ein bisschen ist drauf, ja. Und ich sag mal so, das hat ja USB und so, da kannst du bestimmt noch was draufpacken. Ja, mit Sicherheit kannst du das dann auch, wird das Ding Ja. auch irgendwann gecrackt und dann läuft da auch, was weiß ich, PSP oder so Nee, drauf. wenn, dann will ich mir hier das Super Mario Bros. Drauf machen, wo du hier Pakete packen musst, weißt du? Vom Game & Watch. Ach, das Ding. Ach Ja, Gott, ja, ich ja, komme ja. jetzt nicht auf den Namen, aber das ist auch geil, ja. Ja, das war auch nice, ey. Ja, aber kommen wir nochmal zu Donkey Kong, denn da hatte ja Mario seinen allerersten Auftritt als Jumpman
Und ich habe vor kurzem einen Artikel im Internet gelesen, Dass dass das der Vater ist. dass das gar nicht Mario ist, sondern dass das der Vater von Mario und Luigi sein soll, weil Mario heißt ja mit richtigem Namen Mario Mario und sein Bruder heißt Luigi Mario. Wer hätte es Und gedacht? da ist ja nicht Peach die er retten muss, sondern Pauline. Und deswegen haben sie da, ich weiß jetzt nicht, ob das jetzt wirklich Kanon ist, in Anführungszeichen, aber es gibt, ich sag's mal, Auslegungen, wo man sagt, so, das ist der Vater von Mario und das ist nicht der ursprüngliche Mario. Und man sagt auch, dass das nicht der richtige Donkey Kong ist. Das wird dann, das gilt dann schon also als Conspiracy, als Verschwörungstheorie, sondern dass das eigentlich nur der Vater von Cranky Kong ist. Hä? Ja, diese Theorie gibt es What the wirklich. fuck? Der Vater Ja. von Cranky Kong. Ja, das ist. Alter, das ist ja richtig deep. Ja, ja, ja. Aber so, das waren halt so auch, also ich weiß nicht, ob das dir ähnlich ging, aber das waren halt so meine Einstiege auch in das Jump-and-Run-Genre tatsächlich. Ja, neben Mega Man halt, ne? Ja gut, Mega Man, das war ja dann, ich glaube, das erste Mega Man, ich glaube, das kam 91 oder so, ich weiß es Ja. nicht. Auf jeden Fall, das war ja auch so relativ früher, ja, was heißt früher NES-Zeit? Das NES gab es 85 und Ja, dann, ja, ja. ja. Ja, jetzt waren wir so in der NES-Ära. Hast du denn jemals so, ja klar, ich meine Game & Watch, Game Boy, Game & Watch war nice, ey. aber kommen wir doch noch mal zur Game Boy-Ära, weil da gab es ja auch so einige Entwicklungen. Ich spreche jetzt nur mal hier Super Mario Land 2 an, The Six Golden Coins. Habe ich, glaube ich, nicht gespielt. Den zweiten Teil hast du nicht Ich gespielt. kann mich daran jetzt nicht erinnern. Also Das Mario ist Land das, wo du. 1 Ja, das auf war jeden das, Fall. also wo die Sprites wieder größer waren, wie auf dem NES, aber wo du dann die ganzen Mützen hattest. Nee. Nee. Echt? Du hast es nicht gespielt? Ei, Ich glaube nicht. ei, 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 ei. Oh, das gibt jetzt Hate in den Kommentaren. Oder lief das nicht auch unter DX oder sowas? Nein. Da war doch jemand mit DX. Das, was du meinst, das war das Remake vom Super Mario Bros. Für den Game Boy Color. Das hieß Super Mario Bros. Deluxe. Ja, okay, denn das, ja. Ja, jedenfalls Super Mario Land 2, das war ja dann wieder komplett in dem Stil, wie man es auf dem NES gewohnt war. Und da war eben halt das Gimmick, dass du eben halt die verschiedenen Mützen hattest, wo du dann, da gab es ja dann auch die Einführung von Wario, der ja dann da, also aus der Reihe ist ja quasi die Wario Land Reihe Richtig. entstanden, aber nur da war eben halt jetzt noch Mario der Protagonist und Aber bei Wario Land war das doch auch mit den Mützen. richtig, Ja, und in ja, Mario Land 2 haben sie damit halt angefangen, ja. so. Richtig, richtig. Und da hattest du auch so eine schöne Overworld und schöne Ja. Endbosse. Ich brauche ein neues Wario Land, Mann. Verdammte Scheiße. Ja, Wario Land ist sowieso, ich glaube, das ist so, also ich finde persönlich, das ist das beste Spin-off aus dem Ist so, ey. Mario-Universum. Das ist so underrated irgendwie. Aber ich feiere das, Mann. Ja, also wenn du zum Beispiel auf dem Handheld, also wenn du die ganzen Gameboy-Handhelds durch hast, so an Wario kommst du einfach nicht vorbei. Das sind die Richtig. besten Spiele, so. Ja. So, jetzt haben wir über den Game Boy gesprochen, jetzt haben wir über das NES gesprochen. Wusstest du, dass es schon, gut, wir hatten das mit dem Atari angesprochen, aber dass es parallel zur Entwicklung von des Super Nintendos auch schon Versuche gab, Mario auf dem PC zu etablieren? Nee. Es gab tatsächlich Lernsoftware und es gibt auch Warte, gibt es da nicht irgendwie sogar schon irgendwie was? Gab es da nicht irgendwie mal was? Ich es meine, gab ich glaube, ich habe auf YouTube mal irgendwas gesehen, so Mario und Mathe oder was war das noch? genau das Oh gibt es auch Gott. für PC, aber das Ach war so Gott. parallel zu, also ich meine, Ja. The Super Mario World, das hieß ja bei den Japanern, hieß das ja Super Mario Bros. 4, Dinosaur Land oder so. Und das hieß ja dann bei uns Super Mario World. Und so mit dem Release von Super Mario World, was ja dann auch wieder so eine total geile technische Entwicklung mit sich gebracht hat, so mit diesen aufflackernden 3D-Sprites und diesen ganzen Gimmicks und neuen Waffen und der Einführung von Yoshi natürlich. Und da hat man dann auch versucht, so den Markt halt auch auf anderen Systemen so ein bisschen mitzunehmen. Und da gab es dann halt auch so Sachen wie, bevor wir jetzt gleich groß über Super Mario World sprechen, aber da gab es dann auch Marios Time Machine oder Mario Hotel.
Ja, aber das kam aber so Mitte der 90er. Aber bleiben wir jetzt erstmal bei Super Mario World. Wann hattest du dein erstes Super Nintendo gehabt? Oh, scheiße, ey. Da muss ich jetzt echt hart überlegen. Das war auf jeden Fall Grundschulzeit. Also so ne, 6, 7 ungefähr, würde ich sagen. Vielleicht auch schon ein bisschen früher. Bei uns war das nämlich so gewesen, wir hatten nämlich gefühlt, ich glaube 2 oder 3 Jahre nachdem wir das NES hatten, hatten wir dann schon im Wohnzimmer dann eben halt das Super Nintendo stehen. Und ich weiß noch, wie wir durch die Glastür von dem Wohnzimmer unserer Eltern geschaut haben. Und das war natürlich hier so Glas, wo du gar nicht durchgucken konntest. Ja, Und das wir dachten, Milchglas so. ja, und wir dachten so, ja, die haben jetzt eben halt das NES jetzt angeschlossen, meine Mutter ist gerade am Spielen und wir machen dann zu Weihnachten, machen wir dann das Türchen auf und wir sehen dann nicht 8-Bit-Sprites, wir sehen da plötzlich 16-Bit und da reitet Mario auf irgendjemanden und wir dachten, was ist denn hier los? Ja, und da haben Ja. wir dann das Super Nintendo geschenkt bekommen und das erste Oh. Spiel, was wir hatten, ich glaube, das war auch das einzige, was wir dann hatten, war tatsächlich, ja, Super Mario World. Und meine Fresse, ich finde immer noch, Super Mario World ist eins der besten Jump'n'Runs auf dem Super Nintendo. Ja, So, das kann man immer wieder zocken, ey. allein weil du ja mit dem fortlaufenden Alter dann auch die ganzen Geheimwege weißt und das mit der Ja. Star Road und mit der Ja, Special World, wo dann alle Koopas dann zu Mario-Köpfen ja. werden. Ja, ja, Also, ja. Alter, die das. Special World war so Brainfuck damals, Alter. Ja. Vor allen Dingen dieses eine Level mit dem Powerballon. Alter, das ist das schwerste Oh, Level im ganzen Spiel, ey. so gekotzt, Alter. Hier Dieser was. hässliche Pissballon. Oh. Hab ich da geflucht? Also da ist ein bisschen zu Schaden gekommen, ey. Das verfolgt mich heute noch, ey. Aber ich glaube, Super Mario World hat auch so, ich würde jetzt nicht sagen, es ist das Spiel, aber es hat auch so den Anstoß gegeben, dass es Speedruns gibt. Weil du kannst Ja, ja, wenn ja. du gut geübt bist, kannst du Super Mario World, ich sag's mal, in 10, 15 Minuten durchspielen. Ja, wenn du richtig Gas gibst und die Wege kennst, ja. Weil du kannst ja dann über diese ganzen Schlüsselportale und die Star Road kannst du ja dann da eben halt ganz schnell beim Bowser sein. Ja. Und ey, was sie da auch alles so für Waffen sich einfallen lassen haben und vor allen Dingen, die hatten ja dann auch wieder da die ein also ne, was du halt auch schon in Ma Super Mario 3 hattest, da gab es ja dann auch die Bowser Babies, die dann eben halt Ja. überall Endboss waren und vor allen Dingen immer diese Endsequenz, also diese Sequenz, wenn dann Mario ein Schloss Ja. besiegt hat, wie er dann das einfach mal zum Einstürzen gebracht hat oder einfach mal das aus dem Boden geankert hat oder dann einfach mal weggeworfen hat. Ich Also finde die das. Memes dazu mega geil. Da gibt es auch so eine ganze Reihe mit Memes zu diesen Dingern, wo er ganz andere Sachen macht, wo er dann auf einmal das Gunship von Samus da reinscheppert und solche Sachen. Ja, das war halt auch so diese 16-Bit-Sprites, Das feier ich, ey. die konntest du ja dann irgendwann mit simplen Programm konntest du die ja auf dem PC bearbeiten. Ja. Und also Mario ist definitiv sowas von in der Popkultur in sämtlichen Richtungen dadurch angekommen. Aber wo wir jetzt bei Super Mario World sind, warst du damals auch Mitglied im Club Nintendo? Ja. Hattest du Sogar auch deine Mitgliedskarte? und im Tiger-Enten-Club. Na, das möchte ich auch mal erwähnen. Treue Geschichte. Ja nun, also. Da kann man mal einen Daumen hochgeben. So sieht das aus hier. Da muss ich auch eine wichtige, was heißt wichtige, aber da kann ich auch so eine kleine Anekdote erzählen. Wir sind quasi in den Club Nintendo eingetreten, mein Bruder und ich noch zu NES-Zeiten. Und da haben wir dann noch so diese schöne blaue Karte bekommen, so wo dann auf dem grünen Untergrund dein Name Ja, stand. genau, der grüne Untergrund. Und dann haben wir dann immer so per Post dann das Club Nintendo Magazin bekommen. Und was halt geil war zur Super Nintendo Zeit, da gab es dann auch so richtige Comic-Hefte, die sie da als Spezialausgabe rausgebracht haben. Ich weiß nicht, ob du dich daran erinnern kannst, denn ich komme nämlich jetzt darauf, weil es gab eine Sonderausgabe zu Super Mario World 2 Yoshi's Island. Die haben quasi zur Promo, bevor das Spiel überall in den Läden war, haben die so einen Comic rausgebracht, wo dann so schön Ah. die Origin erzählt wird, wie Kamek dann eben halt die Mario-Babys fallen lässt und dann eben halt so die ganze Geschichte erzählt wird, dass Yoshi plötzlich sprechen kann und er nicht versteht, was Mario da von sich gibt. Und dann wird dann auch erzählt, wie dann Mario dann zum Superbaby wird. Also Gar nicht mal so dumm, ey.
Ja, und dann waren alle heiß auf das Spiel, weil da wurde dann auch so in diesen 16-Bit-Sprites, wurde dann auch so in dem Comic abgebildet, so, ne, dass du dann eben halt da zu diesem Maulwurf werden kannst, dass du zu dieser Lokomotive werden das kannst. Das war so nice, Mann. Ich finde auch so generell, Super Mario World 2 Yoshi's Island hat so auf dem SNES so die beste, die besten 16-Bit-Sprites, weil das ist so, so richtig handgezeichnet. Ja, das gab es dann später auch bei anderen Spielen, aber so dieser Stil ist einfach zeitlos. Ja. Ne? Wenn du dir jetzt mal so ein N64-Spiel anschaust, das ist halt kacke gealtert, auf gut Deutsch gesagt. Aber schaust du dir das jetzt an, ich finde, das ist besser gealtert. So. Kann man sich auf jeden Fall besser geben, auf jeden Fall. Ja. Und so, irgendwie, was war das? Yoshi's Island 2 für, was war das, 3DS oder so? Oder DS? Nee, 3DS. Ja. Es gab ein Yoshi Island für den DS, aber dann gab es ja noch dieses, oh Gott, wie hieß es? Du hattest ja dann noch hier dieses für den GBA, dieses Gravity-Ding. Nee, da gab es dann nochmal so ein neues für den 3DS oder so. Das habe ich nie gespielt, weil irgendwer sagte, das ist voll kacke, ey. Nee, es gab tatsächlich 3 Yoshi Island-Spiele. GBA? Ja, auf dem GBA, das war jetzt kein Yoshi Island-Spiel, aber gab auf dem DS ein Yoshi's Island und dann zuletzt auf dem 3DS gab es dann ein Yoshi's Island. Aber war das auf dem DS nicht nur ein Remake? Nee, das hatte tatsächlich eigene Levels gehabt. Echt? Ja. Okay. Ich habe es auch viel zu spät erfahren, weil irgendwie für das Ding wurde gar keine Promo gemacht irgendwie so. Das existiert. So, aber wenn du jetzt so von Super Mario World sprichst oder Yoshi's Island, ja, da gab es ja da mal was für den 3DS und ja, da gab es ja dann noch das für den Super Nintendo, aber von dem DS-Teil hörst du wenig Leute sprechen. Ja, ich weiß gar nicht, ob ich es im Regal habe, keine Ahnung, ne, ich glaube nicht. Weil das die Reihe, die ist ja quasi, die gehört ja zur Super Mario Bros. Reihe. Naja. Aber wiederum das Ding auf dem N64, das gehört nicht zur Super Mario Bros. Reihe. Das ist richtig, ja. Es ist also tatsächlich, Mario hat verschiedene Timelines. Das ist sehr komplex, weil die Yoshi-Timeline ist nicht derselbe Kanon wie der aus Super Mario Bros., auch wenn Teile von Yoshi's Island dazugehören. Und das ist sehr komplex. Dieses Thema werden wir hier nicht behandeln. Oh Gott, ne, Timelines, ich hasse es. Ja, aber wo wir jetzt beim Super Nintendo sind, so, wir hatten jetzt Yoshi's Island, wir hatten jetzt Yoshi's Island 2. Jetzt überlege ich gerade. Dann gab es ja dann auf dem, so wir hatten ja Super Mario Land 1, 2 auf dem Game Boy, dann gab es ja die Wario Land Reihe. Jetzt muss ich selber mal auf meine schlaue Liste schauen. Es gab nämlich dann noch, ja ich muss nämlich auf meine Liste schauen, damit ich mich jetzt hier von den Jahreszeiten nicht vertue. Es gab nämlich dann keinen weiteren offiziellen Teil aus der Mario Land Reihe. Also klar, Wario Land 3 wird, also Wario Land wird als Super Mario Land 3 getitelt. Richtig. Aber Wario Land ist ja dann eine eigene Reihe geworden. Und der nächste Teil aus der Super Mario Bros. Reihe nach Yoshi's Island 2, jetzt muss ich selber mal schauen, das ist nämlich gar nicht mal so einfach tatsächlich. So war nämlich dann auf dem Super Nintendo. So. Nee, war nicht auf dem Super Nintendo. Dann kam nämlich dann irgendwann einige Jahre später schon das Nintendo 64. Naja, das hat nicht so lange gedauert. Aber parallel dazu gab es nämlich, jetzt weiß ich, warum ich mich vertan habe. Was meinst du, was aus dieser Reihe zwischen Yoshi's Island, oh Gott, wann kam Yoshi's Island raus? So, der Yoshi's Island, ey, das ist so schon ein bisschen schwierig. So, Yoshi's Island kam... Gut vorbereitet, ey, lul. Ich bin bescheiden vorbereitet. Nämlich 93 war Super Mario All-Stars, was ja nicht so wirklich zählt. Mhm. So, und Yoshi's Island kam 95. Was meinst du, was im so spät? Jahr? Was meinst du, was im gleichen Jahr erschien? 95? Ja. Hast du auch, besitzt du auch? Es ist rot. Ich auch. Rot, rot. Mario Kart, nein. Nein, ich spreche von einer Konsole.
Ach, der Virtual Boy. Ja, es gab nämlich Super Mario Clash im gleichen Jahr wie Yoshi's Island. Ja gut, sehr. Es gehört zur offiziellen Mario-Reihe tatsächlich, weil es quasi wieder zu dem Anfang geht, zu Mario Bros., was ja dann in diesem Röhrenlevel ist, aber es Ja, ich gehört weiß. tatsächlich dazu. Ja. Und nämlich parallel dazu gab es dann auch auf dem Virtual Boy den Wario Land Ableger, den Ja. ich tatsächlich, wo ich persönlich sage, das ist das beste Virtual Boy Spiel und das einzige, was man sich heutzutage auch noch geben kann. Es ist kein Grund, sich dafür jetzt einen Virtual Boy zu kaufen, weil dieses Gerät aus meiner subjektiven Sicht ist einfach scheiße zu steuern und scheiße zu bedienen. Gibt ja auch Emulationen, ne? Richtig? Und ich finde, dieses Wario World Ding für den Virtual Boy, das könnten sie echt mal in den E-Shop packen. So, ganz ehrlich, das könnten sie echt mal in den E-Shop packen. Das wird sich keiner holen, Mann. Doch. Also Ah, das ist ich ein echter weiß. Geheimtipp aus der Mario-Reihe. So, jetzt haben wir nämlich den Virtual Boy, der ja ziemlich gefloppt ist. So, jetzt kommen wir aber zu etwas, was nicht gefloppt ist. Jetzt So, kommt die 64. wir gehen ins Jahr 1996 und wir sprechen von einem der besten Launch-Titel, die Nintendo jemals hatte. Was Ja, könnte es sein? das könnte ja vielleicht 64er Mario sein. Richtig, das gute Mario 64, was ja jetzt auch auf der 3D All-Star Collection mit dabei ist. Wann hattest du dein erstes Nintendo 64? Gar nicht. Also wir selbst hatten nie eins gehabt. Ich habe es mir meistens von meinem Cousin ausgeliehen. Und dann auch im gleichen Atemzug mit ein paar anderen Spielen hier. Ocarina of Time, Mario Kart. Ich glaube noch irgendwas anderes. Aber da haben wir dann auch immer Mario 64 mitgenommen. Ich erinnere mich noch dran, ich habe beim Düsseldorfer Toys R Us, den es da jetzt leider nicht mehr so gibt, habe ich 1996 die Schule geschwänzt und bin dann zu Toys R Us Damn. gegangen. Und da gab es vor dem Laden eine Riege voll aufgebauter Displays. Du hattest quasi da 20 Röhrenfernseher Wow, und an was? jedem war ein Nintendo 64. Und es gab, Alter. zu dem Zeitpunkt gab es ja schon die Sony PlayStation, aber die haben nur zwei Sony PlayStations da angeschlossen gehabt. Nee, Und du Junge, konntest ey. da wirklich so wählen zwischen Pilot Wings, du konntest Mario 64 spielen, du konntest da Zelda spielen, also Ocarina of Time. Ich glaube, Blast Corps war dabei. Ja, Also ja, auf jeden Fall diese ganzen Spiele, die zu ja. dem Zeitpunkt aktuell waren. Und wir haben dann, da habe ich dann das erste Mal Super Mario 64 gespielt. Und meine Fresse, also klar, aus heutiger Sicht kann man sich jetzt über die Technik dieses Titels streiten, aber ich finde, das war so das wichtigste 3D-Jump'n'Run, Ja. was jemals konzipiert wurde. Alleine mit der, ja, es gab zu PlayStation-Zeiten und PC gab es auch schon Dinge, die du mit dem Analogstick gesteuert hast, aber da hat man das wirklich so, ich sag's mal, wirklich drauf ausgelegt, dass du eben halt eine dreidimensionale Figur mit einem Analogstick steuerst. Und auch wenn du da eher mit der Kamera gekämpft hast als gegen das Spiel, so hat das so ziemlich Bock gemacht. Und ich habe es jetzt auch wieder durchgespielt, weil es ist einfach ein fantastisches Spiel. Und alle Mario 3D-Ableger, die danach kamen, die haben sich technisch an dem Titel Ja, inspiriert, finde das ich. hat sich immer daran orientiert, fand ich. Und vor allen Dingen, da hattest du ja dann auch wieder so extrem neue Gimmicks. Ich meine, da gab es ja dann auch wieder das mit der Mütze, vor allen Dingen diese Das Fliegen war Titanium-Mütze, nice. die du da hattest. Also die war Das ja, Fliegen, ne? Das Fliegen ja, war schon cool. das Fliegen war natürlich auch geil. Und vor allen Dingen, das erste Level, musst du ja, wenn du da hochfliegst, du bist in die Kanone gestiegen und plötzlich war das Ego-Sicht. Wie Ja. geil war das denn? Du hast Ja. Mario und die Ego-Sicht. Also Das war schon das werde ich nice niemals damals, vergessen. ey. Das war so richtig mindblowing. Ich meine, man kannte schon vom PC her, kannte man so Ego-Shooter oder so, aber dass du auf einer Konsole plötzlich in eine Kanone springst mit Mario und du siehst es dann aus der Ego-Sicht, das war so mindblowing einfach. Und das hat auch funktioniert, dass du dann auch wirklich dann auch so in die Richtung gefeuert hast. Meine Güte, und dass dann auch noch dieser Kamerawechsel war. Und dann, dass dann auch Lakitu dann irgendwie sich die ganze Zeit gedreht hat. Vor allen Dingen, ich finde es auch witzig, wenn du dann im Schloss bist
und an der Stelle, wo du vor dem Spiegel stehst, dass du da auch wirklich Lakito hinter dir siehst. Das ist so geil. Also da sind so viele herzenserwärmende Ideen drin in diesem Spiel. Aber auch ein richtig geiler Soundtrack, ey. Also von bis, ich glaube, da gibt es kein Lied, wo ich sagen würde, so kannst du dir nicht geben, ey. Vor allem allein schon diese ganzen Level-Designs, die sie sich da einfallen lassen. Ja, das ist richtig krass, ey. Egal, ob das jetzt die Wüste war, ob das jetzt irgendwie die ganzen Bowser-Stages waren, die eigentlich nur immer aus Plattformen bestanden, die du irgendwie überqueren musstest. So quasi so ein richtiger Hindernisparcours, jedes Bowser-Level irgendwie. Also, das hat mich so richtig abgeholt. So, und mit der Mario 3D-Ära haben wir ja wirklich so krasse Titel bekommen. Wir waren jetzt 1996, jetzt muss ich wieder auf meine Liste schauen, weil dann gab es ja, ich sag's mal, ja, dann fing man eher damit an, so in andere Richtung Mario und also so zu verwenden. Da fing das ja dann auch erstmal an, so dass man so wirklich Mario in verschiedenen Spin-Offs eingeführt hat. Ja. Ich meine, klar, du hattest schon auf dem NES, hattest du Wrecking Crew und du hattest schon vorher, hattest du Mario als Schiedsrichter beim Tennis oder bei Alleyway auf dem Gameboy, dass er da das Ding geflogen hat. Aber dass du den wirklich so richtig steuern konntest, so, das gab es ja dann auch wirklich erst in anderen Reihen auf dem Nintendo 64. Ich meine, hier Smash Bros. Oder Mario Party. Smash, Alter, das war so mega, Mann. Das ist Smash Bros. Generell. Also ich meine, wir wollen jetzt hier groß nicht drüber reden, aber meine Güte, was ein Fest einfach. Mario Party, ey. Du kanntest vorher so, du kanntest es ja, dass verschiedene Charaktere vielleicht mal aufeinander kommen, aber dass du dann wirklich so ein Multiplayer, so ein richtig Mario mit vier Leuten spielst, also, großartig. Oder halt mal irgendwie Toad spielst oder Wario oder so ein Scheiß. Ist schon geil. Das war schon richtig ein Fest. Aber was ich jetzt hier die ganze Zeit unterschlagen habe, ich meine, wir hatten ja jetzt Mitte der 90er, da hatten wir ja schon den Gameboy gehabt, wir hatten auch schon Verschiedenes gehabt, aber da wurde tatsächlich Mario jetzt erstmal so auf anderen, in anderen Reihen eingesetzt, weil das Mario dann wirklich wieder einen, ich sag's mal, Ableger bekommen hat, das hat wirklich lange gedauert tatsächlich. War doch Sunshine dann oder nicht? Das war dann auf dem Nintendo GameCube gewesen. Ah. Das war, jetzt muss ich sagen, wann kam denn, das kam. Sunshine war das doch. Das kam tatsächlich 6 Jahre, nachdem Mario 64 rauskam. Ich meine, du merkst diese grafische Entwicklung. Das ist schon, das ist schon übel, ey. Also wenn du die Spiele nebeneinander hältst, ich meine, technisch hat es sich gar nicht so sehr verändert, nur es sieht einfach mal 1000-mal besser aus. Richtig, richtig. Und man hat da quasi alte Ideen in die dritte Dimension gebracht. Da steckt es wieder dann die Brücke zu Super Mario Land 2, dass du da plötzlich hier so Dinge hast, wo du dann Wasser spritzen kannst. Ja. Und so. Und das hat man dann quasi in die dritte Dimension gebracht bei Mario Sunshine. Und man hat da mal komplett Mario mal wieder in so ein anderes Setting geworfen. Wenn du dich mal so dran erinnerst, wenn du das erste Mal gespielt hast, so, das hat sich am Anfang gar nicht wie ein Mario gespielt, aber du warst trotzdem glücklich, dass du Mario gespielt hast. Ich weiß nicht, ich fand das so ein bisschen, so bei Odyssey hatte ich so ein ähnliches Gefühl gehabt, fand ich. Ja, wenn du Odyssey spielst, so dieses Gefühl, das war so ein bisschen wie bei Sunshine, so irgendwie so, das ist halt Mario, aber irgendwie in einer ungewohnten Welt, so. Weißt du, mit diesem Waldlevel da zum Beispiel. Ja. Völlig gestört, ey. Also da haben sie auch ja allein schon bei diesem ganzen, bei dem Design der ganzen NPCs zum Beispiel, bei Sunshine haben sie da ja richtig auf die Kacke gehauen, so. Mhm. Also, wie du da auf solche Ideen kommst alleine, so, aber das, ich meine, auch dieses Spiel hatte seine, ich sag's mal, unbalancierten Passagen, aber es war zu keinem Zeitpunkt unmöglich, dieses Spiel zu meistern. Und ich finde, so, es ist meines Erachtens aus heutiger Sicht immer noch spielenswerter als Mario 64, weil es halt optischer mehr ausmacht, aber beide sind auf ihre eigene Art und Weise heute noch
Ich sag's mal empfehlenswert. Aber klar, Mario Sunshine hatte aufgrund der technischen Möglichkeiten, du konntest naja, da ja klar. Was ganz anderes machen als bei Mario 64. Ja, logisch. Und es ist wirklich schön, dass sie das jetzt wieder aufgelegt haben und dass wir das jetzt wirklich in HD spielen können, ohne dass wir jetzt irgendwie an die GameCube da irgendwie einen HDMI-Konverter oder so dranpacken Scheiß müssen. Grabber oder so ein Bullshit. Ja, also ebenfalls auch der Soundtrack in Sunshine, der war wieder so großartig. Ja, ja. Diese ganze Musik einfach. Also in Mario haben sie sich generell immer was einfallen lassen mit dem Soundtrack. Also richtig. So, da passte wirklich immer der Soundtrack so geil zum Setting. Jetzt muss ich nämlich überlegen, wir haben 2002 haben wir Sunshine gehabt. Dann gab es so viele Mario-Spin-Offs auf ja, dem boah. GameCube war richtig übel, Mann. Da gab es ja alles. Ich weiß alleine nicht, ich glaube, wir Football, hatten Mann. Drei oder vier Mario-Partys auf dem GameCube gehabt. Wir hatten auf dem N64 vier, hatten wir drei. Und ich glaube, dann gab es, drei oder vier, die sie rausgebracht vier. Haben. Vier. Und 8, 9 kamen für Wii. Ah, genau. Okay. Und, aber ja, auf dem GameCube haben sie auch extrem viele Spin-Offs rausgehauen. Ob das jetzt Paper Mario war, ob das jetzt Mario Tennis war oder Mario Golf. Der GameCube hat alles bekommen. Ich meine, bestes Beispiel ist ja auch Luigi's Mansion, wo sie dann auch wirklich mal versucht haben, mit Luigi was Eigenes zu machen. Was fand ja ich auch auch geil. Richtig geil war, ja. War geil, ja. Du hattest dann auf dem GameCube hattest du die Puzzle Collection, du hattest dann Dancing Stage Mario, du hattest Mario Baseball, du hattest das Smash das Football. Das Dance Stage Ding, Alter, boah, leck mich. Das habe ich damals für ein 20 geschossen mit Tanzmatte, ne? Ich hab's mal kurz angeschmissen. Ist das weird, Alter, wie du in dieser Oberwelt unterwegs bist und dann kommt ein Cooper und fordert dich zum Dance Battle, Alter. Das ist so bescheuert. Und dann tanzt du dazu irgendwie so Mario Hip-Hop Remix. Das ist halt, so bescheuert, das, Alter. Das war halt die verspätete Antwort auf PlayStations per Rapper the Rapper. Das müsst ihr echt mal geben, ey. Dieses Mario Dance Stage Shit. Vor allem, die haben ja nicht nur ein Spiel, also ein Rhythmusspiel auf dem GameCube rausgebracht. Die haben ja zwei rausgebracht, aber ich glaube, dieses Dance Dance Revolution, das kam nur in Japan raus. Das kann gut sein, ja. Weil Dance Dance Revolution ist eigentlich eine Reihe von Konami, aber die Japaner haben dann den Dance Dance Revolution Mario Mix bekommen. Das ist echt großartig, geil, Mann. Einfach. Und die haben tatsächlich hier bei NBA Street haben sie da auch Mario im Hintergrund. Oder ich glaube, du kannst den sogar freispielen, dass du dann da so ein Mario-Team hast. Das hatten sie aber schon mal auf dem Super Nintendo gehabt, aber ich glaube auch nur in Japan, bei irgendeinem Sportspiel, da konntest du dann auch gegen Nintendo-Charaktere antreten, so, da war dann Mario auch dabei. Ja gut, Sportspiele, nie mein Ding gewesen, aber ich habe hier nichts von gehört, ey. Ja, also es gab, die Japaner, die haben Mario manchmal echt so als Cameo irgendwo unter, auch bei diesem SSX on Tour siehst du den ja auch und also es Mario haben sie da wirklich, also GameCube, da haben sie echt irre Sachen rausgebracht. Aber wir haben jetzt, wir sind jetzt auf dem GameCube gewesen. Wir dürfen aber nicht vergessen, dass quasi dieselbe Konsolengeneration auch den Game Boy Advance hatte. Ja. Und der Game Boy Advance, der diente ja da quasi zu, dass man verschiedene Super Nintendo-Spiele neu aufgelegt hat. Richtig. Wir hatten ja Super Mario Advance, wir hatten ja Super Mario Advance 2, wo dann Super Mario World mit drin war. Dann hatten wir Super Mario Advance 3, wo da Yoshi's Island mit drin war. Also die haben quasi alles neu aufgelegt. Und tatsächlich hat der GBA eine der besten Spin-Offs von Mario ebenfalls bekommen. Ich sage jetzt hier nur die Superstar-Saga. Ja, aber hier die NES Classics, die waren ja auch mit drin. Stimmt, es gab nämlich, ich glaube, zu irgendeinem Jubiläum haben sie dann die Famicom Mini, also die NES Classics, haben sie dann rausgebracht. Da gab es dann auch Mario Bros., Mario 2, Wrecking Crew hatten sie sogar da mit drin. Bomberman, was war da noch? Ey, ich habe fast alle gehabt. Ey, die waren auch gar nicht so teuer damals. Ich glaube 20 Mark oder so. Ja, aber wenn du die jetzt alle sammeln willst, kannst du vergessen. Aha. Es gibt sogar einen Koffer mit der ganzen Collection, ne? Ja, aber da zahlst du mehrere hundert Euro Alter. Für. Unbezahlbar, Alter. Ja, aber der Game Boy Advance, der war ja auch, also das war ja auch ein Top-Gerät. Der hatte ja jetzt keine reguläre Mario-Ableger bekommen. Ja, aber ich hab das Ding geliebt, Alter. Und dann den SP, leck mich fett mit dem Hintergrundbeleuchtung. Das war wieder diese andere Generation, ey. Ja, vor allem kein scheiß Licht mehr, keine Lupe mehr.
Das war nice. Ja, aber erst mit dem GBA-SP, weil der erste GBA hatte ja keinen Backlight. Ja, hab ich denn meinen? Ich hab meinen einbauen lassen. Mega gut, ey. Ja, Gott sei Dank geht das mittlerweile, dass schlaue Leute herausgefunden haben, ja, dass man mit einfachen Mitteln den Gameboy auch mit Licht ausstatten kann. Also GBA, ich sag mal so, GBA ist für mich immer noch der beste Handheld, ey. Punkt. So, allein vom Line-Up her auf jeden Fall. Ja, so vom Handling meine ich jetzt. So allein vom Handling her. Den GBA. Ja, also der klassische GBA auf jeden Fall, der lässt sich am besten. Ich finde, der liegt sogar noch besser in der Hand als der PSP. Aber gut, richtig. Da sind die Geschmäcker verschieden. Aber der GBA hat jetzt keine reguläre Super Mario-Teil bekommen. Der hatte eben halt nur die Einführung mit der Superstar-Saga. Und da gab es ja dann auch so die wildesten Spin-Offs mit Mario Pinball und dann eben halt das von mir eben erwähnte Yoshi's Universal Gravitation, wo du dann auch wirklich so den Gameboy drehen konntest und dann hat das Spiel sich auch gedreht und dann hattest du das Gimmick, dass auf den Stein runtergerollt ist oder so. Ah ja, ja, mit der Kugel da in der Cartridge oder so ein Kram war da drin. Ja, 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 ja. Das hat richtig Spaß gemacht. Ja, 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 ich erinnere mich, ey. So, und dann sind wir nämlich schon, wenn wir das jetzt so alles Revue passieren lassen, dann sind wir nämlich jetzt schon sogar schon Mitte in den 2000ern. Und Mitte der 2000er, da gab es ja schon direkt, also Nintendo hat sich da nicht lumpen lassen, da gab es dann schon direkt den nächsten, also 2001 kam der Game Boy Advance und 2004, also keine 3 Jahre später, gab es schon den Nintendo DS. Kaum vorstellbar. Ja, ist an mir vorbeigegangen, der DS, also der erste zumindest. Also du hattest jetzt nicht den, wo bei tausenden Menschen hierzulande das Scharnier durchgebrochen ist. Nein, nein, nein. Der ich ist hatte also den leider. Also den Game Boy Advance, den hatte ich zum Launch. Bei dem DS hat es ein paar Jährchen gedauert. Ich glaube, 1 oder 2 Jährchen bei mir. Und der erste, der war nicht... er war gut, weil du damit ja auch dann eben halt die alten GBA-Spiele spielen konntest. Ja. Das ging ja dann in der neuen Version nicht mehr. Aber das Ding, meine Güte, ey, das hat wieder so eine Technik mit sich gebracht. Aber man muss leider sagen, hier hat man auch versucht, eher so mal so ein bisschen zu experimentieren, weil wir waren ja jetzt schon wieder eine grafische Entwicklungsstufe, waren wir weiter. Und was meinst du, was nach den Remakes von Super Mario 64 und dem Ableger Mario Kart... Und da war nämlich dann auch hier dieses Yoshi Touch and Go, was zur Yoshi Island-Reihe gehört. Das meinte ich nämlich. Und was meinst du, was 2005, ein Jahr bevor das New Super Mario Bros. Erschien, also dieses New Super Mario Bros., was meinst du, was sie da auf den Markt gebracht haben? Ich hätte jetzt gedacht, die Super Mario Bros. Warte, was hat denn gekommen? Keine Ahnung. Super Princess Peach. Ja, natürlich, Mann. Ja, das habe ich auch im Regal, habe ich aber noch nie angezockt. Ne? Ich wollte es nur haben, weil ich das 5-5er gesehen habe. Tatsächlich in einem Jahr haben sie 3 Mario-Titel auf dem DS rausgebracht. Also Mario Kart DS, die haben dann hier dieses Mario Luigi durch die Zeit. Ja. Und der Jump'n'Run-Ableger war tatsächlich Super Princess Peach. Ja. Ein Jahr bevor dann die New Super Mario Bros. Reihe anfing. Hast du das mal gespielt? Ich habe es, glaube ich, nie angespielt. Es ist richtig gut. Ja? Also dieser Grafikstil, der hebt sich auch ab von den anderen Mario-Titeln. Okay. Also ich finde, das Ding ist besser zu spielen tatsächlich als New Super Mario Bros. Wobei ich Super Mario, also zumindest, man muss ja sagen, also die New Super Mario Bros. Reihe, die haben sie sehr ausgeschlachtet tatsächlich. Das muss man Nintendo leider ankreiden. Ja, kein Bock mehr drauf, ey. Aber der erste Teil, der ist immer noch geil. Also ich meine, generell, das lässt sich immer noch gut spielen. Ich weiß nicht, ob du alle Ableger davon mittlerweile gespielt hast. Ich glaube schon. Ja. Ich würde sagen, ja, aber ich habe auch gar keinen Bock mehr drauf. Ich glaube, das letzte war für die Wii U, was ich gespielt habe. Ich war gerade am Überlegen, haben sie das auf dem 3DS auch rausgebracht? Irgendein Teil gab es doch da auch, ne? Oder? Ja doch, irgendwas gab es da. Es gab ja doch hier dieses Mann. Münzrausch-Dingens. Ja, genau. Ich glaube, New Super Mario Bros. Münzrausch oder so ein Bullshit. Es war cool, aber ey. Ja, das Ding haben sie richtig ausgeschlachtet. Ja. Aber es war halt...
geil, wieder ein 2D-Mario zu haben, weil vorher hattest du ja dann wirklich jetzt nur hier diese ganzen 3D-Ableger. Dass sie da dann eben halt wieder so klassisch zurückgegangen sind, weil sie sich dachten, okay, wir haben jetzt Mario 64 geremaked, lass uns doch mal wieder hier so ein klassisches 2D-Mario rausbringen, nennen es dann New Super Mario Bros. Und das Ding, jetzt muss ich selber mal überlegen, also das Ding, also das New Super Mario Bros., was sie eben halt als 2D präsentiert haben, das haben sie 2006 haben sie das rausgebracht. Und 2006, also quasi im gleichen Jahr, kam dann auch schon die Nintendo Wii raus. Also der DS kam, ich glaube, 2 Jahre oder ein Jahr vor der Wii raus, oder war das parallel? Ich meine, oh Gott, jetzt habe ich die Nee, komplett. nicht parallel. Es war auf jeden Fall, ich glaube, erst kam der DS, ja genau, erst kam der DS und dann kam die Wii. Und bis man dann einen, also die haben dann auf der Wii, haben sie, ich sag's mal, so wirklich dann noch mal so echt auf die Kacke gehauen, aber so richtig mit Mario. Ich meine, Mario Galaxy, wie geil war das bitte? Oder ist es immer noch? Nie gespielt. Als ob. Treue Geschichte, nie gespielt, ey. Ich Du hab's im hast Re nie Mario Galaxy gespielt? Nee, ich hab's aber im Regal, aber noch nie gespielt, Alter. Deswegen habe ich mir ja das hier geholt, damit ich endlich mal Galaxy zocken kann. Was ist mit dir? Ja, irgendwie, Was ist mit dir? ich hab's mir mal vorgenommen, aber kam nicht dazu. Da kam immer was Neues und dann hier noch und da noch und dann war schon Was die hast Wii du, U da. wenn du nicht Mario Galaxy gespielt hast, was hast du dann auf der Wii gespielt? Oh, da müsste ich jetzt mal ganz tief im Regal gucken. Es waren viele MMOs. Hier MMOs, hier RPGs meine ich. Und an und Smash und an und Monster Hunter. Das war. Alter, du bist so der fette Nintendo-Fan und Ja, dann nie, erzählst du ja, mir, nee, offenbarst du Galaxy. hier gerade, dass du nicht Mario Nee, Galaxy nee. gespielt hast. Nee, hab ich nie. Deswegen bin ich Hast auch du gespannt drauf. es denn jetzt wenigstens auf der Switch jetzt mal ein bisschen anspielen können? Ich hab's doch gar nicht einmal angemacht. Eieiei. Ja, heute ist Premiere, heute will ich noch streamen, ne? Ja Also. gut, dann werde ich auf jeden Fall in deinem Stream dabei sein. Ja gut, Ich ich fange schwör's. mit Mario 64 an und dann Ja, schauen okay, aber ey, diese, mal. Aber ich also habe viel das. gesehen und gehört von Galaxy. Es ist schon geil. Also Galaxy, mehr 3D-Mario gab es nie. Mario Odyssey, gut und schön, aber mehr Mario 3D als in Mario Galaxy geht nicht. Geht einfach nicht. Okay. Weil, wie du da dann eben halt von den einzelnen Planeten zu Planeten gesprungen bist und dass du, ja, okay, man muss fairerweise sagen, das mit der Wiimote, das fand ich jetzt nicht so optimal gelöst. Da gibt es aber verschiedene Meinungen. Aber nie hat sich ein Mario 3D so als angefühlt wie in Mario Galaxy. Und es hat zu Recht auch einen zweiten Teil bekommen. Also die ganze Idee bei Mario Galaxy, dass du dann, weil, ne, wie der Name Ja, halt sagt, naja. dass du Ja. eben von Planet zu Planet reist, Einfach mal dumm gesagt. Schätzt du, das gehört für die Switch mal ein Galaxy 3 geben oder? Hä? ja, ich Hä? meine, dadurch, dass sie Mario Odyssey gebracht haben, glaube ich das jetzt nicht. Ja, was soll nach Odyssey denn kommen? Odyssey 2 oder was? Ist doch Quatsch. Deswegen Galaxy 3 für dich schon? Ja, Ja? ich muss sowieso jetzt gerade mal überlegen. Also wir hatten 2006 hatten wir Mario, nee, gar nicht wahr. Wir hatten Mario Galaxy hatten wir 2007 gehabt. So, das war auch wieder von Nintendo so. Die haben in einem Jahr haben sie Mario Party 8, Mario Striker, Mario Super Paper Mario beigebracht, Mario und Galaxy. Und dann gab es das erste Mal, oh gut, das ist jetzt ein Spin-off, ich will es nur anschneiden, das erste Mal, dass zwei verfeindete Videospielfirmen etwas zusammen gemacht haben. Und dann gab es nämlich 2007 Mario und Sonic bei den Olympischen Spielen. Nie gespielt. Was ist mit dir eigentlich? Nee, das ist so, nee. Einfach nie. Aber es gibt doch jetzt die Mario und Sonic für die Switch oder sowas, ne? Ja, gib es. Das wollte ich haben, weil das sah richtig geil aus. Ja, Das fand ich richtig nice. Das ich fand ich weiß, ich. interessant. Ja, gut, ich weiß jetzt nicht, ob. Also, das müsste ich mir dann echt mal im Sale holen, weil das ist jetzt kein Spiel, wo ich sage, das ist ein Nee, Vollpreis wert. nee, So, nee, würde ganz ich jetzt auch ehrlich. nicht machen. So, es gab nämlich dann 2007 Mario Galaxy und dann gab es dann 2009
Ebenfalls nachdem 2004 oder 2005 dann eben halt New Super Mario Bros. gab es dann 2009 Super Mario Bros. Wii und dann ein Jahr später kam dann Mario Galaxy 2 raus. So, und bei Mario Galaxy 2, da muss ich jetzt sagen, das habe ich nie durchgespielt. So, aha, ich habe Mario Galaxy 1 hab ich durchgespielt, aber Mario Galaxy 2 habe ich leider nie durchspielen können, weil als ich es hatte, gehörte es mir nicht. Das ist dann wieder in den Besitz einer Ex-Freundin gegangen und ich hatte dann irgendwie keinen Bock auf mehr auf Mario Galaxy gehabt. Und also das ist ein Titel, schade, dass sie den nicht dabei gebracht haben, aber wer weiß, irgendwann kriegen wir einen DLC für 60 Euro. Nein, ich weiß es nicht, ich weiß es nicht. Aber als Mario Galaxy 2 rauskam, da waren wir nämlich dann schon kurz davor, dass es schon wieder was Neues von Nintendo gab. Nintendo war echt, also... Hä, was denn? Ja, Mario Galaxy 2 kam 2010 raus. Und was meinst du, was im Jahr danach schon rauskam? Ach so, der 3DS. Richtig, der Nintendo 3DS. Und dann... Aber Mario 3D Land war ja dafür da, stimmt. Das war ein geiles Spiel, ey. Das ja, aber ich finde Galaxy tausendmal besser. Ja, aber ja, Mario 3D Land war echt ein richtig guter Mario-Ableger. Ja. Vor allen Dingen auch mit diesem ganzen... Auf jeden Fall nice, ja. Vor allen Dingen auch so ne, diese ganzen Gimmicks, die du dann eben halt auch mit dem Touchpad hattest. Also das war auch ein richtig solider Titel. Kein Vergleich zu Mario Galaxy. Aber da haben sie für einen Handheld, ich glaube, das müssen sie erstmal nochmal irgendwie toppen, dass sie Mario 3D Land so komplex gestalten für ein Handheld-System. Also ich wüsste jetzt kein komplexeres Mario für ein Handheld. Ja, die haben natürlich, haben sie da auch wieder Mario Luigi rausge... Mario und Luigi raus. Mario Brothers. Es gab ja dann auch Luigi's Mansion 2, aber... Auch geil. Das Super Mario Teil, das war glaube ich so der komplexeste Teil dafür. Ja, natürlich, es gab ja dann auch 2016 gab es ja dann auch den Mario Maker und es gab hier Yoshi's Woolly World, aber so das 3D Land ist echt das komplexeste Mario für ein Handheld gewesen. Ja. Aber kaum war der 3DS auf dem Markt, gab es 2012 schon wieder was Neues von Nintendo. Ja, da kam schon die Wii U. War das 2012? Das echt war jetzt? 2012, ja. War das 2012? Alter, ist das lang her. Scheiße, was? Ich habe jetzt so mit 14 gedacht, irgendwie. Echt und da jetzt? Kam dann schon, 2012, aber 2012 haben sie nicht... Die haben auf der Wii U, muss man sagen, nicht so auf die Kacke gehauen, wie sie das in der Generation zuvor gemacht haben mit Mario. Weil, ja, klar, du hattest da deine Stages in Nintendo Land, aber... Ja, das war ja... Wo du jetzt denkst, so irgendwie so, ja, nochmal was Geiles wie Mario Galaxy oder nochmal sowas Geiles wie Sunshine oder Mario 64. Was bringen sie 2012 raus? New Super Mario Bros. Du Nintendo, ist das euer Ernst? Aber dann gab's doch noch Luigi, ne? Ja, das ist... Fast aber es gab doch da noch so ein Spiel, was war denn da? 3D? Nee, das warte. Das kam ja später raus, Super Mario 3D World, was ja quasi 3D World, Mann. Was auf derselben Engine basiert wie eben halt das Mario 3D Land auf dem 3DS. Das war auch richtig geil, fand ich, ey. Ja, nur es war halt dieselbe Engine, wie du schon auf dem 3DS hattest. Ja, aber ich fand das war ein richtig schönes Spiel. Ich kann mich immer noch an die Mario Kart-Strecke da erinnern oder Level. Das war mega nice, ey. Ja, aber man muss sagen, die Wii U hat bis jetzt das beste Mario Kart mit sich gebracht. Es baut sehr viel drauf auf. Was jetzt für ein 3DS dann kam und hier für, ne? Ja, wir spielen immer noch Kart dasselbe 8. Spiel. Wir spielen, wir spielen Super Mario Kart 8 heutzutage noch. Und es ist jetzt mittlerweile schon 6 Jahre alt. Ja, schon. Es ging. Es ging. Also ich fand's okay, aber es war jetzt nicht so, dass ich sagen würde, da habe ich jetzt richtig abgesuchtet. Weiß ja, gut, klar, aber so, ich sag's mal so, von der Streckenvielfalt und ja, das von ist den richtig, Contents her, es gab bis dato kein größeres Mario Kart, das richtig, muss man so sagen. Ja. Und aber so also außer dieses Super Mario 3D World und eben halt die 1, 2,
Wir haben auf der Wii U haben wir 3 New Super Mario Bros. Bekommen. Hä, Und drei? wir haben, nee, gar, nee, sorry, wir haben 2 Super Mario Zwei, World, ja. New Super Mario World bekommen. Richtig. Wir haben ein, nee, wir haben, ja doch, ein Yoshi haben wir bekommen und dann gab es dann noch eben halt dieses Paper Mario Ding. Ja. Der war nicht so doll halt, ne? Ja, man muss aber auch sagen, klar, die Wii U hatte geile Spiele, nur Nintendo hat halt es so sich ein bisschen mit den Spieleentwicklern versäumt und die dachten, Ja. die könnten eigentlich nur auf ihre eigenen IPs bauen, was dann leider auch zum Tod der Wii Ja. U innerhalb von, ich sag's mal, 4, 5 Jahren gebracht hat. Und So ungefähr, ja. dann dachten alle, Nintendo ist tot, wir sehen nie wieder was von Mario. Ja. Und dann kam 2016, 17, kam schon die Switch. 16? Was, 16 oder 17? Nee, Nee, das 17. war 17, ja. 17, glaube ich. Ja, 17, glaube ich. Ja, und dann kam dann schon die Switch. Und dann, ich muss leider gestehen, ich habe Odyssey bis heute nicht durchgespielt. Oh, sprich mit der Hand. Der Charakter hörte nicht mehr zu. Oh Ja, aber mein Gott, oh siehst du, mein. ich habe wenigstens was halbwegs Modernes noch zu Alter, durch. Aber du weißt, sagst. nee. Weißt du überhaupt, was dich am Ende von Odyssey erwartet? Nein, weiß ich nicht. Und da Soll ich bin ich. jetzt. Nein, bitte nicht spoilern. Ich will's selber erfahren. Nein, das ist Brainfuck, Alter, was dich da erwartet. Das Ende von Odyssey. Leck mich am Arsch. Das hat mich so abgeholt, was dann kommt. Dass du das nicht gespielt hast. Was ist denn mit dir? Ja, Junge, du das. hast Mario Galaxy nicht gespielt, ich Nee, habe das. Nee, Odyssey nicht nee, 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 durchgespielt. nee. Das ist kein Vergleich zu. Nee, Oh. nee, nee. Was da bei Odyssey am Ende kommt, leck mich fett. Das hätte ich niemals erwartet. Und er hat's nicht durchgespielt. Nee, nee. Kommt noch, kommt noch. Aber wir müssen fair sein, Odyssey ist jetzt. Wie alt ist Odyssey? 2 Jahre alt? Nee, aber oh Gott, es ist schon 3 Jahre alt und ich hab's noch. Ja. Eieieiei. Das Ende von Odyssey, die Leute können halt mal in die Kommentare schreiben, ey, das war der. Ey, da war das geil. Glaube ich. Also ich meine, allein die ganzen Features, die du mit Marios Mütze, schon wieder Marios Mütze, was du mit Marios Mütze da alles anstellen kannst, da haben sie auch Ja. wieder auf die Kacke gehauen. Ja. Ja. Aber jetzt überlege ich gerade, Marios Odyssey ist wirklich der aktuellste Teil der Reihe. Treue Geschichte. Weil wir hatten ja, wir hatten natürlich, es gibt ja jetzt, oder kommt es noch, der neue Mario Paper Teil? Beziehungsweise Paper Mario Teil. Glaube ja. Ich glaube, der kommt noch, oder? Ich weiß es gerade gar nicht. Warte mal, ich muss mal den Release anklicken. Release, so, oh, war Der ist schon. doch schon. Ich wollte gerade sagen, der Animatiker hat das ja schon gezockt. Ja. Also dann, wir sind jetzt echt schon in der aktuellsten Generation. Wir könnten Ja. jetzt natürlich über sämtliche Spin-offs sprechen. Wir könnten Okay. über, ich könnte euch einen stundenlangen Monolog über Mario Teaches Typing sprechen. Nein, mache ich natürlich nicht. Meinte nicht. Ich könnte euch auch was erzählen über Marios Peak Wars oder ich könnte euch auch über Mario The Early Years Fun with Letters erzählen oder ich könnte euch etwas erzählen über Marios Vorschule Was ist oder denn über. Marios Vorschule? Es ist ein Lernspiel für PC gewesen. Mario, super, also genau, jetzt bin ich nämlich hier auch bei dem Artikel. Mario hat 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 Lernspiele bekommen für den PC. What the fuck? Du musst mal, wie heißt die Reihe? Es gibt eine Reihe, die war nämlich so aufgebaut auf dem anderen. Marios Early Years. Und in dieser Early Years-Reihe, da gab es dann so Sachen wie Fun with Letters, Fun with Numbers, Marios Vorschule. Das kommt 50 Tacken, hör mal. Ja, es ist aber nicht wert. Es ist wirklich nicht wert. Super Mario World The After Years. Aha. Was ist das denn? Was ist das denn? Oder Kennst du das? gib mal ein Marios Fundamentals. Also Fun und Ja, dann der ja, Mensch. ja, ja. Was ist das denn? Ach du Scheiße. Das sind Dinge,
qualitativ hochwertig und es ist eigentlich eine Schande, dass Nintendo da seine Lizenz für ausgibt. Was wir auch komplett hier missachtet haben, es gab ja auch auf dem CDI, gab es ja auch ein Mario. Oh nee, wir wollen nicht über das CDI reden, ey. Nee. Ja, aber witzig ist, dass Hotel Mario quasi eine Legende ist, weil es sollte nicht das einzige Mario-Spiel sein, nur dieses Mario Wacky Worlds oder wie es hieß, das ist ja nie fertiggestellt worden. Das war ja quasi eine Erweiterung zu Super Mario World gewesen. Aber Gott sei Dank ist es nicht so gekommen, weil, wer weiß, vielleicht hätten wir eine Nintendo PlayStation bekommen und wer weiß, wie Mario heute aussehen würde. Treu, mit dem Halo-Helm. Weil Xbox auch noch mitmischt. Ey, aber ich halte es, wo wir gerade beim Thema sind, weil Nintendo und Xbox, also Nintendo und Microsoft ja eine Kollaboration machen. Ja, ja. Ich halte das echt nicht für ausgeschlossen, dass du irgendwann den Master Chief in Smash Bros. Siehst. Safe, definitiv. Da gehe ich von aus. So, und wer weiß, ob wir, ich glaube nicht, dass wir, ja gut, klar, es gibt natürlich irgendwelche Indie-Homebrew-Sachen, aber ich glaube nicht, dass du einen offiziellen Mario-Titel jemals bei Microsoft sehen wirst. Nee, das nicht, aber ich kann mir vielleicht vorstellen, dass es mal eine Halo-Collection gibt für die Switch. Ja, zumindest, ja, doch. Ja. Das wäre mal geil, auf der Denk Switch drüber nach. Im Handheld-Modus. Treu, denk mal drüber nach. Aber gut, wir haben jetzt so viel über Mario gespielt. Was meinst du, da du ja jetzt schon Mario Odyssey gespielt hast, was meinst du, was wird der nächste Step bei Mario? Ich weiß nicht warum. Mit Odyssey haben die viel neu gemacht und so. Aber ich sag mal, Galaxy 3. Wir haben jetzt 22 September, ich sag Galaxy 3. Ja. Ich weiß jetzt nicht, wie das Ende ist bei Galaxy 2, aber warum nicht? Oder Mario in irgendeiner Zeitreisengeschichte. Ja, ich meine, gut, wir hatten ja jetzt schon, dass Mario auf jüngere Marios trifft und Marios, die jetzt anders aussehen. Ja, aber vielleicht wieder sowas. Entweder Galaxy 3 oder so eine Zeitreisengeschichte. Wenn... Ja, oder die bringen noch mal hier dieses Mario RPG hier. Das bringen sie noch mal in erweiterter Form. Pass auf, Brainfuck. Die Idee von Mario RPG mit dem Gameplay von einem modernen Final Fantasy. Als ob. So, die Grundidee hast du ja schon in den in der Superstar-Saga gehabt und in dem Zeitreise-Ding. So. Ach nee, das sehe ich nicht. Das sehe ich nicht. Aber. Wenn du jetzt mal das Gameplay von Mario Odyssey nimmst und daraus ein RPG machst. Ja, schon, aber nie. Oder Mario Open World, Alter. So, Wie Lego City Undercover mit Mario. So ungefähr, ja. Ja, das wäre schon geil. Ich meine, Mario geht ja jetzt in die wildesten Richtungen. Ich meine, hier allein dieser VR-Arcade-Ding von Mario Kart. Also, ich meine, wir wissen ja, dass Nintendo sich ein Patent geholt hat für irgendeine VR-Brille. Ich hoffe nicht, dass die dasselbe machen wie PlayStation VR, aber... Glaube ich nicht. Ne, das glaube ich nicht. Schauen wir einfach mal, was die Zukunft bringt. Aber Mario Kart Home wird geil, ey. Da stehe ich zu. Mario Kart Home. Das wird nice. Ja, aber das ist ja einfach nur so ein Ding, wo du da eine Kamera drin hast. Ja, und dann kannst du da fahren und online geht das bestimmt auch. Mal gucken. Wir reden von Nintendo und online. Ja, aber ne, vielleicht kannst du gegen so Geisterdaten fahren oder so ein Shit. Ich weiß das ja nicht. Also ich habe nicht den Platz in meinem Wohnzimmer. Also ich guck mal, hier, du hast ja deine drei komischen Ständerchen da. Da stelle ich einen hier hinten ins Zimmer, was leer ist. Das andere kommt hier ins Wohnzimmer. Und dann weiß ich nicht, ob ich durch die Küche fahre oder durch den Lokus. Das muss ich noch mal gucken. Star Road Konsole. Star Road auf dem Klo, Alter. Ich bin sogar teilweise überlegen, weil ich noch so viel Kartons zu Hause habe, dass ich hier so kleine Rampen und so was baue auf dem Esstisch und dann wieder runter und dann in das Zimmer ist leer nebenan, da kann ich mir irgendwas basteln, ey, das wird richtig nice werden.
Und das kann ich sogar streamen, weil man kann ja auch in der stationären Konsole fahren. Dann kann ich hier am Schreibtisch sitzen und schön durch meine Bude fahren. Da kann ich zum Beispiel so richtig brainfuck mir so ein kleines Podest bauen zum Ofen. Und wenn ich jetzt hier am Daddeln bin, schmeiße ich kurz hier die Switch an und gucke, ob die Pizza schon soweit ist. Da fahre ich mit dem Kart dahin. Boah, so. da gab's doch mal hier dieses Spielzeug, wo du da hier auch so deine Bahn zusammengesteckt hast, so. Meinst du Strax? Genau! Straxbahn, Alter. Das könnte durch das Ding, könnte das irgendwie wieder was werden, so. Dass du da breiteres Strax-Dinger machen und dass du da so voll den Parcours zusammenbaust, ey. Ich meine, ich habe irgendwo mal ein Spiel gesehen mit Strax. Kann das sein? Ich weiß es nicht. Also es gab mal was hier von Hot Wheels und sowas ähnliches wie Strax. Aber ich weiß nicht, ob das jetzt so... Nee, ein Videospiel. Ich habe mal irgendwie so ein Videospiel Strax gesehen. Ich weiß gar nicht mehr wofür. Irgendwas hatte ich da mal gesehen auf dem Flohmarkt. So richtig verscherbelt, ey. Weiß ich nicht mehr. Aber wir haben jetzt so viel über Mario gelabert. Was würdest du dir denn noch so für Spin-Offs wünschen in Sachen Mario? Das ist eine gute Frage. Wüsste ich jetzt gerade spontan nicht. Ich will, also ein Football wäre nochmal richtig nice. Ja. Also ich sag mal so, Football für ein Gamecube immer noch mega gut. Da kommt die Wii gar nicht dran. Ja. Nicht mehr so ein bisschen. Ich meine, cool, dass die Piranha-Pflanze dabei ist und so, aber man kann da richtig was Geiles draus machen. So eine Mischung aus Mario Football und World Cup. So in die Richtung, Alter. Komme ich nämlich mit etwas daher, was es fast gegeben hätte. Marios Wrestling. Das war sogar mal in der Entwicklung. Nintendo hat es dann irgendwie gecancelt. Es gibt irgendwo noch eine Tech-Demo, wie du siehst, dass da Yoshi und Mario da so voll am Ring sind. Das stelle ich mir richtig geil vor mit den aktuellen Möglichkeiten. So, weil Smash Bros. Liebe ich, aber das ist halt, ne, nur 2,5D. Ich will so ein richtig 3D, das Mario so mal so. 3D Mario Wrestling, dein scheiß Ernst. Ja, will ich. Oder so ein fucking Brawler, so in 3D das Mario einfach mal so bam, bam, so richtig edgy irgendwie Leute verkloppt. Unwahrscheinlich. Ich sag, das kommt. Wenn nicht für diese Konsolengeneration, dann für die, weiß ich nicht. Was könnte denn nach der Switch kommen? Double Switch. Aufklappbaren Bildschirm, Alter. Also Nintendo, falls ihr uns zuhören solltet. 50% Beteiligung, ja. Da brauche ich nicht mehr arbeiten gehen. Ja, cool, ey. Wir haben jetzt über wirklich alle Mario-Titel irgendwie, also zumindest von den regulären Titeln haben wir jetzt mitgenommen. Auf jeden Fall hat Spaß gemacht. Ich hoffe, falls wir irgendwas vergessen haben, dass... Und nicht vergessen, Daumen hoch dem Video hier. Ne? Gib mal hier einen Daumen hoch. Und abonnieren hier. Und favorisieren. Ich weiß gar nicht, kann man überhaupt noch Videos favorisieren? Ich weiß auch gar nicht mehr. Weiß ich nicht. Mein letztes YouTube-Video ist auch schon ewig hier. Ja, siehst du, das war halt auch so der doppelte Grund, warum ich dich hergelotst habe. Neue Geschichte, ey. Ich fühle mich hier fast wie zu Hause. Auch mal wieder auf YouTube. Ja. Sagen wir danke, dass ihr uns zugeschaut habt, weil der Herr möchte jetzt gleich noch streamen. Ey, Mario spielen, Alter. Ich bin richtig heiß. Ihr könnt ihm gerne folgen auf Twitch unter twitch.tv/herrconsolero. Genau, so. Und falls ihr mir folgen wollt, überall unter HuliNerd, gibt das einfach bei Google ein, irgendwo kommt dann schon was. Hello, wir sehen uns auf irgendwelcher Plattform, wir lesen uns in den Kommentaren. Habt Spaß und here we go, let's go. Tschüss.